Hallo und herzlich willkommen zu Avon Colony. Wir machen weiter. Und zwar habe ich, denke ich, herausgefunden, wie ich mein Schiff wegschicken kann. Verfügbare Expeditionsschiffe auswählen. Erkunden. So, jetzt sind wir gespannt, was es macht. Es fliegt weg. Perfekt. Okay. Ne, ganz klar, es kann ja keine Aufträge ausführen, wenn es keine Aufträge hat. Es muss also erstmal erkunden. Wenn es erkundet hat, dann kann es sich auch. Kann es auch spezielle Aufträge absolvieren. So, Forschung abgeschlossen. Was haben wir denn da Schönes? Kelko-Schlamm von Kelko-Sporen. Okay. Sieht gut aus. Und. Jetzt haben wir, bis der Winter vorbei ist, und dann baue ich den Weltraumlift. Den würde ich so gerne hier in die Mitte setzen, aber ich denke, der Platz, der reicht da gar nicht. Von daher muss ich mal schauen. Ah ja, ist inaktiv. Das ist was Falsches. Das wollte ich haben. Okay, genau, jetzt hat sie sich hier umgeschaut. Jetzt kann sie diese. Ach so. Was ist das jetzt? Was kannst du jetzt machen? Nix. Kann man nicht noch irgendwie näher ranzoomen? Ne, geht gar nicht mehr. Schade. Ja, da gibt es also. Ah, ein abgeschütztes Schiff ist hier. Reparieren. Na also, dann mach das doch gleich mal. Und als nächstes machen wir das hier auch noch, und dann kannst du wegen mir dann zurückkehren. So, machen wir das mal auf Pause. Was haben wir denn da drüben noch alles? Okay, Schiff repariert, abgeschlossen. Und jetzt baue ich erstmal den Weltraumlift. Das Ding ist riesig, ne? Also das ist echt ein gigantisches Ding. Und ich brauche da halt echt Platz für, ne? Hier will ich ihn eigentlich ungern hinbauen. Da geht's auch nicht. Hier außerhalb. Das ist natürlich blöd, ne? Hier unten. Ja, hier wäre Platz. Hier wäre Platz. Sogar auf die Ding drauf, echt? Okay. Dann bauen wir das hier hin. Und verbinden das Ganze natürlich mit der Kolonie. Und dann schauen wir uns mal die Leonidas an, was die treibt. Und die repariert noch den. Okay. Ja, da musst du halt zurückkehren. Und die bauen hier fleißig am Weltraumlift. Das ist schon richtig krass, ne? Und wir haben volle Geschwindigkeit, es dauert ewig, bis er fertig ist. So, was haben wir noch? Strom, Bevölkerung. Was haben wir hier? 500 sind wir schon drüber. Sind wir schon bei. Ne, noch nicht ganz. Wir sind bei 423, habe ich gerade verguckt. Ja, mach mal. Passt schon. Und ansonsten ist alles. Ja, Lagerkapazität schon wieder. Ich muss noch ein paar Lagerhallen bauen. Es ist Winter. Das ist schon richtig cool, ne? Weltraumlift. Da schauen wir gleich mal, was wir damit machen können. Wahnsinn. Das ist mal ein richtig cooles Ding. Weltraumlift.
Im Moment noch keine Energie. Okay. Aufzug im Anflug. Lagerraum. Okay. Ist jetzt. Okay. Keine Energie. Na, das wird sich aber gleich ändern. Krise festgestellt. Gebäudeausfall. Okay. Ach ja, die muss ich einfach alle reparieren. Das sind aber ganz schön viele, ne? Das sind aber ganz schön viele. Okay, reparieren. Reparieren. Da habe ich halt echt gerade gar nicht aufgepasst. Reparieren. Das ist die da hinten, ne? Reparieren. Das war die, wo ausgefallen ist. Das brauchen wir noch. Und die da hinten. Also wenn man das eine mega riesige Stadt ist mit 100.000 Einwohnern, dann ist man natürlich eine ganze Folge lang nur am Reparieren, so wie es aussieht. Aber okay, reparieren. Das muss man laufen, was wir jetzt noch machen. Energieversorgung von meinem Weltraumlift. Da muss ich dann mal gucken. Aber ansonsten sieht es alles ganz gut aus. Mein Raumschiff ist auch noch unterwegs. Schauen wir mal, ob wir da irgendetwas. Was ist los mit der Rückkehr? Dann kehr doch zurück. Mach doch einfach. Bevölkerung. Empfehlungen. Winter. Aktuell ist Winter. Lager passt auch. Schauen wir mal, was muss diese Energie haben. Ist ja hier angeschlossen. Ein bisschen langsamer machen. Reparieren braucht man nicht. Lagerraum. Luftqualität und Gesundheit. Aufzug nicht funktionsfähig. Okay, das bedeutet, wir bauen jetzt hier einen Luftfilter hin. Luftfilter Stufe 3. Da bauen wir mal zwei Stück hin. Luftfilter und noch ein Luftfilter der Stufe 3. Und Gesundheit. Ja, da könnten wir auf jeden Fall mal. Krankenhaus haben wir jetzt hier. VR-Zentrum wäre aber ganz gut. Die Kontaminierung, ja. Das ist natürlich eine Idee. Achso. Okay, bauen wir jetzt mal das Krankenhaus dahin. Und da es ein Weltraumlift ist, ist es vielleicht eine gute Idee, diese Dekontaminierung auch dahin zu bauen. Und zwar hierhin. Okay. Sehr gut. Dann warten wir mal, bis das alles fertig ist. Strom. 1,2 auf 1,1. Wir haben zu wenig Strom. Okay, zu wenig Strom und zu wenig Nahrung. Wir müssen uns wieder um Nahrung kümmern. Nahrung kümmern. Also Nahrung und Strom. Und mein Raumschiff ist beim abgestürzten Raumschiff. Okay. Ist okay. So, wir haben 967. Wir bauen jetzt hier überall noch Farmen. Das war jetzt das Falsche gewesen. Wir wollen Landwirtschaftsgebäude. Wir bauen erstmal ein Gewächshaus. Und zwar hierhin. Dann bauen wir eine Farm der Stufe 3. Okay. Gerste. Ja.
Dann wollen wir Brokkoli. Schauen wir mal, wo es am grünsten ist. Ja, bauen wir hier hin. Dann wollen wir Mais. Das können wir hier hin bauen. Da ist schön grün. Dann wollen wir, das wollen wir nicht. So, danach kommt Melonen. Das ist natürlich schon schwierig. Bauen wir hier hin. Okay. Dann bauen wir Quinoa. Also Quinoa geht ja echt wie blöd hier. Ne? Also man sieht an den hier 10,7, 11, 12, 12,4, 13,2. Das ist schon richtig gut. So, nach Quinoa, wir machen die jetzt alle durch, kommt Reis. Da haben wir 8,4. Ja, ist okay. Und nach dem Reis machen wir Weizen. Okay, machen wir hier unten weiter, damit das auch gebaut ist. Hier liegt noch eine Frachtkapsel. Mais, Potasche, Nanit. Da wird die Drohne gerufen, ich soll das da wegmachen. Während wir hier weiter bauen. Okay. Entari. Sieht auch gut aus für Entari hier. Ne? Man, da, das ist doch gut. Das bauen wir hier hin. So viele haben wir ja nicht mal. Genau, wir haben nur 4 Stück. Kelkosporen. Das sieht auch gut aus. Machen wir hier so die Grenze. Kelko. Und dann haben wir noch Grochi. Also das Nicht-Essbare ist wirklich gut anzubauen, muss ich sagen. Korisporen machen wir hier hin. Dann haben wir das letzte, nämlich Xenosalbei. Okay, bauen wir mal hier unten hin. Und als nächstes machen wir das so. Eins. Das wird jetzt hier alles hier lang gebaut. Schwierig, das wird eng werden, ne? Das wird echt eng werden. Das ist noch nicht gut. Und das wird wahrscheinlich. Doch, es geht sogar. Nicht schlecht. So, damit es hier auch mal so ein bisschen eingegrenzt ist, das Ganze. Bauen wir einfach mal die komplette Tunnelanlage hier rüber. So, schön. So geht's noch. Also gut, noch irgendwas zum Reparieren? Da hinten. So, das wird noch repariert. Und ansonsten passt das soweit. Ja, lass uns mal laufen. Zuwanderer 432. Die ganzen Tunnels werden hier gebaut, sehr schön. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Essen müsste sich eigentlich erholen, nachdem die ganzen Farmen gebaut sind. Ja, hat sich erholt. Ein bisschen wenig, also da ist echt noch mehr drin. Und Wasser ist okay, ist alles okay, sieht alles gut aus im Moment. Richtig gut. Außer Strom halt. Strom brauche ich unbedingt. Gebäude nicht verbunden. Frachtkapsel, Gebäude sind nicht verbunden. Zeig doch mal her. Die alle ja, ist okay. Das ist doch überhaupt kein Problem. Wir bauen erstmal Strom. Nee, das haben wir ja noch gar nicht. Zorium haben wir auch noch nicht.
Energiespeicher. Also gut, nehmen wir das Solarpanel wie gehabt. Bauen wir hier hin, das sind die verbunden. Dann bauen wir hier noch eins hin. Dann sollte es nämlich auch okay sein, auch mit der Verbindung. Und das hier, das verbinden wir einfach. Jetzt sollten die alle miteinander verbunden sein, soll also okay sein, soweit. Strom passt genau. Da muss ich auch noch was einfallen lassen. Das ist so noch nicht top. Okay, sieht gut aus. Und würde ich mal sagen, machen wir so im nächsten Teil weiter. Ich sage, wünsche euch was. Macht's gut.